So, warum gehe ich so langsam? Ach so, weil ich knie. So, wo ist die Stadt? Ach, da hinten, stimmt. Da. Jetzt kann ich wissen, was sehen. Viel besser. Mal ein paar Scheine mitnehmen. Und dann haust du extra auf das Ding drauf, was vier verschiedene Sorten Loot gibt, wobei du eh schon voll bist. Stimmt, richtig, hast recht. Ach, du hast ja so recht. Ach, du hast ja so recht. Deswegen verkneife ich es mir auch die ganze Zeit, Steine zu hauen. Ach, da ist ein Rocker. Ich brauche Federn, das ist noch viel wichtiger. Na, ist er hin? Nee, nicht ganz. Nee. Der kann auch einen Stiefel ab, der Knecht, ne? Hat ja auch einen Stallhelm auf. Ah, wie? Was? Ja, ich hab geblutet. Was? Ich weiß jetzt nicht, warum fällt er denn um? Ich hab geblutet. Das kann ich auch sehen. Das ist der einzige Nachteil an Servern. Die haben eine Reichweite ohne Ende, die Scheißviecher. Und Leute, ihr habt es gesehen. Es war kein. Ich habe ihn nicht getroffen. Nee, nee. Das war Nee, nicht der meine Dicke hat Schuld. mich getroffen. Okay. Federn. Pfeile. Steine ist das Problem. Super, läuft ja hier. Was für ein Skandal. Der erste Tod. An Tag 2. Und das am Tag 2 schon gleich, wollte ich schon sagen. Oh, hier ist ein Nachtclub. Ja. Steht die Girls dran. Ah. Oh, es hat er mir auch gehauen, wenn wir. Wo bist denn hier? Da, komm her. Na, siehst du. Wir sind einmal um die Stadt drumherum gegangen. Das ist unfassbar. Echt jetzt? Ach nein. Ich komme direkt aus der anderen Richtung, wo wir gespawnt sind. Na, perfekt. Muss ja so sein, ne? Muss ja so sein. Ja, läuft, ne? Mhm. Ich glaube, ich höre dich sogar schon. Aber ich sehe dich sogar schon. Hallo, blutvollgeschmierter Rucksack, wo bist du? Der muss ja eben rumliegen. Ja. Das irgendwo ist das Problem. Da ist er doch. Oh, jetzt muss ich wieder alles sortieren in meinem Rucksack. Was ein Skandal. Gibt's ja gar nicht. So, dann ist das, ne? Und deine Bude suchen. Jetzt ist Tag 2, also von daher, das geht ja noch alles. Ist ja noch alles im Lot. Hast du alles? Alles klar. Gut, auf geht's. Kann losgehen. Richtung. Richtung Häuser, würde ich sagen. Gut. Und dann schönes Suchen. Ja, das ist eine tolle Sache. Das machen wir Am besten jetzt nicht das da vorne, das mit ohne Dach. Das glaube ich nicht so gut. Das hier. Das ist aber eigentlich relativ stabil, die Hütte. Oh. Warte mal, ich unterhalte es noch kurz hier. Augenblick. Warte mal, so. So. Meiner ist müde geworden. Ah, er ist auch kurz davor. So, leg dich mal hin, gib mal meine 5 Pfeile wieder her. Da ist noch einer. Hier, Wo? so ein kleiner Wadenbeißer. Das ist ein Wadenbeißer. Tritt drauf. Ja, nee, der beißt doch. Ach so. Ja, gut. Also, er hätte gebissen, wenn er angekommen wäre.
Naja, er ist ja so extrem flink, also so schnell. Ja, ja. Oh, da ist Müll. Ich liebe Müll. Oh, ich habe irgendeine Schematik gefunden. Nee, Reflexzeit. Die Hütte kenne ich. Das ist die Obstala. Das ist die Kneipe, ne? Ja, ja. Ui, was war? So. Achtung, da kommt eine. Wo noch? Ach da, Tür. Da scheint aber eine fette Party zugange zu sein. Ich will sagen, ja. Alter Freund, hier ist richtig High Life und Konfetti. Also muss ich mal hier sagen. Also. Level up. Ja, dann mal Glückwunsch, ne? Danke. Na, wo bist du? Oh. Pass auf! Ich hab nur noch einen Pfeil. Ich hab keinen Pfeil. Na gut. Ich hab nur noch 4 Pfeile. Das ist ja nicht normal. Da müssten ja jetzt genug rumliegen. Au. Da. Hier, komm der her. Bauer hat auch noch ein paar in sich stecken. Und der Cowboy. Rück raus, rück raus. Nee, da war nichts mehr. 3 Stück sehe ich. Nee, ich kann keinen nehmen. Sind die... Also das hatten wir ja letztes Mal schon. Sind die teilweise... Hier liegen auch noch ganze Menge. Oder siehst du die auch nicht? Ach da, die sehe ich ja. 1, 2... Die habe ich gesehen. Aber wie gesagt, das haben wir letztes Mal auch schon gehabt. Da konnte ich Sachen sehen oder umgekehrt, die nicht da waren. So, ganze 10 Pfeile habe ich wieder. Ist ja enorm. Ich pack dir hier noch ein paar welche rein. Hast du welche im Überfluss? Brüderlich geteilt. Ja, Überfluss ist was anderes. Aha, ja, gut, okay. Aber ein paar sind wohl da. Ah, dann müssen wir mal sehen, dass wir hier ein bisschen was gesammelt bekommen. Hier ist ein Safe. Oh! Ist aber zu. Ja. Geht doch nicht. Ja, noch nicht. Ich bin dabei. Oh Gott. Nein! Sind doch nur 500. Ne, 2500, glaube ich. Ja, leider. Aber wir haben ja massenhaft Zeit. Wir haben Zeit. Da ist ja nichts, was uns hetzt. Nee. Oh! 2 Bierchen. Abend ist gerettet. Das ist doch super. Oh, warte mal. Ich komme hier rauf. So. Brauchtest du nicht auch für irgendwas? Was brauchte ich? Stoff? Ja, für Fackeln. Ich wollte noch Fackeln machen, aber ich, wie gesagt, hatte keine Stoff. Was? Oh! Da war noch einer auf dem Klo. Ach so. Der scheint fertig zu sein. Na, hoffentlich hat er abgewischt. Und die Hände gewaschen. Das werde ich nicht testen. Kannst ja nachher prüfen. Siehst du, ich bin fast durch. Ja, ja. Hallo. Hallo. Bist du am Rennen oder was? Oder frisst er mich gleich auf? Mann. Der frisst niemanden mehr. Okay. Auf jeden Fall, meine Tasche ist voll. Ich bin wie sowas von vollgepackt.
ja mal nichts Neues, ne? Nein. Ja, du bist ja genauso voll, ne? Ja. Komischerweise wird man in diesem Spiel immer zu Messi. Ja, das ist kurios. Gegenstand muss repariert werden. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Okay, war nur ein bisschen stinkendes Wasser eben. Auf dem Klöchen. Ah, okay. Warte mal, so. Strange. Plus 5. Dam-di-dam-di-dam-di-dam. Ach, Strange Level 2. Ach, Gott. Ach, was freue ich mich drauf, wenn man so einen Soffer mit einem Schlag weghauen kann. Irgendwann, später, wenn wir groß sind. So später, so in, ja, so ein paar Wochen, ne? Ja. Dann wäre der Loot auch interessanter, den man denn findet, ne? Komischerweise. Ja, wobei teilweise findet man echt schon unmenschlich viel. Das kannst du nie benutzen. Also wenn ich alleine an mein Waffenarsenal denke, was ich da schon zusammengelootet habe, da kriege ich noch nicht mal verkauft, weil der Händler nicht so viel annimmt. Ich kenne das. So. Ach ja, wird hier aber nicht anders sein. Gefegt und staubgewischt. Wie sieht's in der Küche aus? Ich bin gleich durch. Gut. Der Lack ist schon runter, jetzt geht's ans Eingemachte. Ach, du bist schon durch den Lack durch. Ja, sehr schön. Ich gebe mir halt Mühe, ne? Ja, ja. Soll auch so sein. Kann ich hier noch was kaputt machen? Ja klar, die Dosen kann ich. Nein! Kurz vor knapp nochmal reparieren. Sag mal, habt ihr bei euch auch so ein schlechtes Wetter? Ganz nebenbei? Nö. Alter, hier stürmt das wie... Nein, wegen $59, weißt du? Ich dreh durch. Mehr nicht. Ach, das war alles. Das war ein Witz. Scheiß, läuft. Scheiß Laden. Dafür ist hier ein Vogelnest. Das ist auch noch leer. Super, wer hat denn das leer gemacht? keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, richtig. Oh, das ist coole Hütte. Diese hier, ne? Ja. Aber mit ohne Munitionspanne. Die ist wirklich cool, die Hütte. Die habe ich auch schon. Die ist Hammer. Da habe ich auch schon mal drin genächtigt. Die Buden sind echt geil. Die sind echt cool. Aber genauso wie der Butcher hier, der Schlachter und der hat alles. Auf dem Dach immer die tollen Sachen. Das ja. Ist also fast überall ist was richtig, richtig coole Sachen. Aber da brauchst du Munition. Ohne das ist echt schlecht. Das stimmt. Oh, hier, Schrot. Wir können mit Schrotpatronen schmeißen. Hier sind 12 Pfeile drin, in dem Auto. In dem schwarzen. Hast du genug? Ich hab 63 Stück. Super. So, pass mal auf, wir mal kurz gucken, wo wir gerade sind. Ich habe eine Explosion gehört. Das heißt, irgendwo ist ein Militärcamp. Ich würde mal sagen, in die Richtung. Lass uns mal mitten in die Stadt reinlatschen. Hast du mal das neue Militärcamp gefunden? Das, wo die ganzen Leichensäcke liegen? Nee. Das ist creepy. Das ist echt, das ganze Camp liegt voll mit Leichensäcken. Und, bewegen die sich? Nee, aber die kannst du kaputt kloppen und kriegst Potassium raus. Cool. Aus den Leichen? Ja. Oh, da hinten poppen Pilz. Pilz. Ja, genau. Hier ist die Basbar. Die Botsbar. Das ist aber auch eine gute Festung, kann man sagen. Da kann man überleben drin. Davon ist ein Hundeladen. Der Hundeladen ist auch cool. Man sollte zwar nicht unten reingehen, einfach oben rein. War ich ehrlich gesagt noch nie drin. Ich war drin. Wie gesagt, oben ist alles wunderbar, kein Problem, aber du solltest nicht gleich unten reinlatschen, weil unten sind die ganzen
Hunde. Ja, die ganzen Hundezwinger. Pete's Pub, da hinten. Ja. Oh. Oh Mist, schon wieder vorbei. Der ist hinne. So ein bisschen verstorben. So, hier ist ein Pharmaladen. Sollen wir da mal rein? Wir müssen da rein, ne? Also, ja, ja, da musst du die ganze Häuserreihe durchmachen, ne? Die sind ja alle verbunden. Ach so. Na gut, das nützt ja nun mal nichts, ne? Ach, hier ist ein Hotel oder eine Pension oder sowas in der Richtung. Ja. Das sind alles so die großen, die wir ohne Munition wahrscheinlich besser nicht machen sollten. Lass mal hier durchlaufen, erstmal gucken, was wir haben. Da ist ein Schulbus. Der Schulbus hat meistens Munition. Komischerweise, verstehe ich auch nicht so ganz. Der Laden ist auch nicht schlecht, da findest du auch tolle Sachen. Den hatten wir ja zusammen im Stream. Ja, genau, den haben wir zusammen mal gemacht. Siehst du ja gesagt, 5 Patronen. Hülsen. Also hier ist irgendwie Ende. Da hinten sind noch ein paar vereinzelte Hütten, aber hier ist irgendwie Ende. Wir müssen, glaube ich, zurück. Ja, aber Holz ist Kacke, denke ich. Na, Holz ist Mist. Also wenn, dann Stein. Ja. Und wir werden nicht schneller mit dem Laufen. Nee. So gar nicht. Nee. Die Ausdauer wird auch irgendwie nicht mehr. Nee, leider nicht. Das ist noch ein Vogelnest. Mitten auf dem Parkplatz. Versuchst du gerade mit deiner Axt zusammen Pfeil zu verschießen? Nee. Es sieht aber so aus. Okay. Du hältst die Axt wie einen Bogen. Okay. Oh, da vorne ist eine tolle Sache. Da ist auch eine Farm, wenn ich mich nicht irre. Und vorgelöscht. An dem anderen bist du aber zielstrebig dran vorbeigelaufen. War da noch einer mehr? Oder direkt daneben. Hier ist noch einer. Gottes Willen, was ist hier los? Hier ist ein Vogelnest. Oh, hier noch eins. Ich dreh durch. Da kommt der Vogelzüchter. Ach du großer Gott. Was machen wir damit? Ich glaube, die müssen wir mal erzählen, dass wir hier bloß geliehen haben. Ja, er fiel seitlich zu, also, ne, wie gesagt, oben. So. Da ist ein. Hier. Da hinten. Militärcamp. Hier ist eine große Fabrik. Müsste das Wasserwerk sein? Oh, das Wasserwerk, stimmt. Habe ich noch gar nicht gesehen. Da gibt es bestimmt Wasser, ne? Ja. Das wäre doch optibest. Das Wasserwerk als Festung umbauen wäre doch optimal. Ziemlich groß. Naja, wir sind doch 2 Leute, nicht? Wollen wir dann nicht lieber vielleicht mit dem kleinen Gebäude daneben anfangen? Welchem kleinen Gebäude daneben? Hier ist das kleine Fabrikgebäude. Ich lauf mal hinterher. Warte mal, ich komm. Ich wette. Weil da ist schon eine schöne dicke Mauer drumrum. Oh ja, doch, das sieht doch interessant aus. War das nicht auch dein Gebäude? Ja, so ähnlich. Ich hatte, die gibt's ja zweimal. Einmal mit diesen 4 Zacken, wie hier ist, und einmal mit diesem dreieckigen. Mhm. Aber das ist schön zweistöckig schon, direkt von Anfang an. Das stimmt, das ist schon nicht schlecht. Coole Nummer. Ich würde mal sagen, ne? Würde ich sagen. Also doch, ja. Dann lass uns das mal klar machen und dann unser sagen. Ja. Ich red mal hier mit dem Vorarbeiter. Ja, schnack mal, sag ihm Bescheid, dass er ausziehen soll. Seine Sachen packen und so. Kollege, hier ist jetzt ein neuer Sheriff am Start. Weiß Bescheid, ne? Denn pack mal ein. Der will nicht. Nee, wie? Wie will nicht? Der sagt nein. Ja, nee, das. Sag mal, dann ziehen wir andere Seiten auf. Okay. Erledigt. So. Ich bin sozusagen überladen. Gut. So, wer wohnt denn da? Weiß gar nicht mehr. So, Gerichtsvollzieher, Kuga und Partner. Rausch! Hallo! Ich klopfe mal ganz zarthaft hier an der Tür. Hallo? Jemand zu Hause?
Oh, kaputt. Aha. So, Klingel geht nicht. Diese Strom ist schon abgeschaltet. Also, ich höre es ja schon. Ich höre es schon, das schwere Atmen. Ja, hier kommt einer von draußen und will uns unseren schönen Zaun kaputt machen. Ach, ist das nicht. Lass das, mein Freund. Mist, ist doch nur Platz. Jemand zu Hause? Ich hör schon wieder ein Schwein. Hat ein Schwein gehabt, wa? Aber wo? Es stehen noch zu viele Bäume. Ich markiere gerade mal ein bisschen Platz in meinem Inventar. Aber mach wir wollen, das. Wir wollen ja eh hier bleiben, also von daher ist es ja egal. So. Oh, ich kann wieder laufen. Ich kann wieder laufen. Ist ja herrlich. Wo bist denn du? Ich diskutiere hier mit den Nachmietern. Nachmietern. Oh, warte, ist so. Oh, Mist. Und ich suche das Schwein, welches ich höre, aber nicht sehe. Da ist es, hinterm Baum. Du feiges Schwein. Oh, ich hab's gehört. Oh. Oh. Ich glaube, es ist hin. So, wir haben was zu Hause. Wir haben sozusagen unser Zuhause gefunden. Mein Gott, Wort. Zuhause gefunden. Müssen wir bloß ein bisschen ausbauen, das Ganze. Huh. Ach, Gottes Willen. Du wo denn jetzt noch. Schon wieder? Hier auf meiner Seite, aber das kriege ich hin. Gut. Ich habe doch gesagt, nicht ans... Ne? Lass es heile. Warte, bis wir Spikes davor haben. Ja, ja. Ach, Mensch, du Weiber. Immer doch auf, doch. So aufdringlich manchmal, ne? Meine Güte. So. Wenn die wenigstens alle auf einen Schwung kommen würden. Und nicht alle so in Etappen immer. Richtig. So, wollen wir mal rein, oder was? Ja, ne? Ja, ich muss jetzt erstmal den Eingang wieder finden. Hier ist ein großer Schutthaufen. Was war hier denn mal? Auf jeden Fall kannst du da schön Sand wegschoppen. Ja, und dann kann man auch... Was ist da drüben? Was war das für ein Gebäude? Das war das Wasserwerk, genau. Per Hochbrücke verbinden. Ja, so lange Verbindungen in der Luft sehe ich immer ein bisschen kritisch, weil wenn sie dir eine Stelze dann wegkloppen, dann bist du ganz schnell unten. Ja, das ist auch wieder richtig. Aber ich sehe schon, die Zeit ist wieder durch. Skandal. Skandal. Dann sagen wir doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, wir schauen uns nächstes Mal um, was hier drinnen so auf uns lauert. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüssi. Ciao, ciao.